Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Ja, ich bin immer noch hier in meinem kleinen Schiffchen unterwegs und ja, wir müssen quasi Kupferrohre und Kupferbahn, das haben wir alles. Und die Upgrade, die Raffinerie müssen wir upgraden. Die hier. Die Frage ist, wie funktioniert das? Use the Raffinerie-Werkbank to open the menu und click Upgrade. Ja, machen wir doch. Oh, Legierungsbarren können wir jetzt herstellen. Die zur Herstellung von Basiskomponenten. Okay, der Captain ruft uns an. Moin, Captain. Okay, das ist alles noch nicht übersetzt, aber wir werden das alles hinkriegen, denke ich mal. So, Upgrade Forschungsbank. Das machen wir mal. Beim letzten Mal sind wir ja in der Mine gewesen. Und, ja. Das müssen wir auch upgraden. Nice. Standardsforschung aufwerten. Einfache Sprengstoffe. Huiuiuiuiuiui. In der Mine gewesen. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was... Ach, so sieht die jetzt aus, die Forschungsbank. Ach, das ist ja toll. Können wir auch ausmachen. Damit wir wahrscheinlich nicht so viel Energie verbrauchen. Ach, hier, die ist... Ah, okay, guck mal, das ist ja platzsparend da dann ein bisschen. Nice. Verbrauchen wir auch nicht so viel Energie. Was wollte ich gesagt haben? Genau, wir waren in der Mine und tralala und haben dann quasi, ja, so ein bisschen herausgefunden, dass man da irgendwie wohl auch abbauen kann. Jetzt meine Frage, my question. Wir brauchen einen Roboter, am Baumeisterkopf suchen. Cox, Produktion, Cox sind blau. Das heißt, wir müssen die jetzt vernichten. Das ist mein Schiff hier, ne, genau. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein wenig, ja, auf Reise gehen, was ich sehr feiere, denn wir müssen einen blauen Cock erledigen. Also, du weißt, was ich meine. Diese Namen finde ich sehr schwer gewählt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde mal die Richtung wandern und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Vulkanausbruch. Wir müssen ja auch immer berechnen, dass wir auch immer den Rückweg noch berechnen müssen. Da hinten läuft ein Roboter, aber das ist, glaube ich, ein roter. Denn wir müssen ja innerhalb des Zeitlimits auch wieder zurückkommen. Das heißt, ja. Sonst schaffen wir das nachher nicht zum Schiff. Und ich glaube nicht, dass man sich unter dem Gebäude verstecken kann. Ich weiß es nicht, ob man sich da verstecken kann. So, waren wir hier in dem Städtchen schon? Ich glaube nicht, oder? Automatisch speichern, ja. Ich würde mal gucken, was wir hier so entdecken. Wir haben ja, glaube ich, genug Platz, ne? 35 Plätze haben wir im Inventar. Waren wir hier schon? Der Leuchtturm kommt mir so unbekannt vor. Lass mal schauen. So. Und vielen, vielen Dank an die Kommentarschreiber. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich zu hören und zu lesen, wenn es euch gefällt, dass mal wieder was kommt. Ja. Schön. Und wenn euch natürlich... Ach, hier ist das mit dem... Mit dem U-Boot. Der Captain ist da. Der Captain. Und, ich nehme Kohle wieder mit. Und, wie gesagt, es freut mich sehr zu lesen. Wenn euch natürlich auch die Spiele gefallen und wenn es natürlich interessant ist für euch. Wie gesagt, rechnet nicht damit jeden Tag mit einem Video oder so. Ich versuche das immer einigermaßen so ein bisschen so einzufädeln, dass vielleicht, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag vielleicht irgendwas kommt. Einfach um so ein bisschen, ja, mir keinen Druck aufzubauen. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, nehme ich was auf. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Weil, wie gesagt, ich möchte da nicht unter Druck stehen oder mir selbst Druck machen. So. Und wenn ich Spaß und Lust dran habe, dann, wie gesagt, dann nehme ich ein paar Videos auf. Und weil ich muss sie auch noch schneiden, rendern, bisschen anpassen, lautstärkemäßig und so, den ganzen Krempel. So. Gut, da ist auch nochmal Kohle am Strand. Da liegt Scheiße am Strand. So. Da oben ist, glaube ich, schon wieder eine Mine. Was ist das denn? Eine Forschungstable? Vielleicht würde ich das auch mal ausprobieren, dass wir vielleicht mal in so einem Gebäude bleiben, wenn der Vulkanausbruch ist. Wir müssen dann nur unser Schiff rufen, dass es unter der Erde geht. Weil ich glaube nicht, dass es, glaube ich, einen Vulkanausbruch aushält. Ja. So, aber unser Schiff wird ja gut verteidigt. Zumindest noch. Da ist auch noch irgendwas. Das sieht aus, als wäre das in der Mine.
Sind Phenamine safe? Aber die Gebäude standen doch, wenn der Vulkan ausbricht, oder? Ich meine, ja. War, glaube ich, so. Hatten wir das nicht gesehen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. So, hier scheint auch eine Mine zu sein. Die kann man bestimmt irgendwie zum Laufen bringen. Da hinten qualmt. Was ist das denn? Da hinten qualmt's. So. Ja, das scheint auch... Kohlemine. Alter, was? Nehme ich mit. Kohle ist immer gut. Wir brauchen Energie. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, dass der Akku hier verbraucht ist. Das ist natürlich blöd. Das, ja. Dann würde ich sagen, auf einmal ist es wieder schwarz geworden. Ist aber nicht schlimm. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Das ist ja blöd. Mal gucken, dass ich vielleicht die Kamera irgendwie am Strom kriege. Das ist ja echt kacke. Ja, der ist nicht lange gehalten. Muss man ja sagen. So. Ah, das ist ein anderes Drillship. Gut. Dann würde ich sagen, warte mal eben, ich mache mal eben hier aus. So, weil dann brauchen wir die ja nicht, ist ja Quatsch. Gut, das ist ein feindliches Drillship, oder? Würde ich, ja, das ist ein feindliches. Jo. Die Frage, die ich jetzt habe, du hast keinen Zugriff. Oha. War das eine gute Idee? Okay, ich teste. Alter. Oha. Den kriege ich ja gar nicht down. Was ist mit dem? Ich treffe den gar nicht. Wieso treffe ich den nicht? Hilfe, ich muss mich heilen. Warte mal eben, auf der 3 habe ich die Waffe. Jetzt aber. Aha, alles nehmen. So, jetzt schnell, bevor die sich respawnen. Alles nehmen. Ja, okay, einer ist noch drin. Alles klauen, was sie haben. Wo ist denn der Frachtraum? Da, alles mitnehmen. Nach oben. Hier laden die sich auf. Da holen die sich ja immer Dings, ne? Ich nehme alles mit, was sie haben. Was wir kriegen. So. Und dann würde ich direkt abdüsen. Hier, glaube ich, genau. Hier kommt jetzt ein neuer Roboter. Hui. Ist sonst noch irgendwas hier? Kann ich irgendwas abbauen? Nein, ich will nicht. Nein, Hilfe. Uah. Was ist denn das? Das ist die Karte, ne? Oder? Nein, da will ich nicht hin. Weg. Weg, weg, weg. Ich muss nach Hause. Zu meinem Chip. Zu meinem Chip-Chip. So. Wir haben noch keinen blauen Roboter gefunden. Ich dachte, es wären blau. Das waren grüne. Das ist natürlich nicht so toll. Gut. Das heißt also, wir müssen... Ja... Gucken, dass wir die blauen Roboter irgendwie organisiert kriegen. Boah, wir haben nur noch 9 Schuss. Also 6 und 9. Also 15 Schuss haben wir jetzt noch. Ist das richtig? Tatsächlich. Haben wir so viel verballert? Wir müssen unbedingt noch eine Landkarte. Brauche ich gar nicht. Noch eine Pumpe. Okay. Ein Speerkopf. Kohle haben wir ja gesammelt. War jetzt nicht so toll, die Ausbeute. Okay, Raffineriedaten, ganz toll. Wir sollten ein wenig düsen. Ich hoffe nicht, dass unser Schiff ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Geil wäre, wenn man über dieses Q hier, über das hier, quasi seine Waffen steuern könnte. Dass man so quasi in so einen Schießmodus wechseln könnte, dass man da selbst verteidigen kann, wenn man weiter weg ist. Oha. Ich hoffe, wir schaffen es zurück. War ja doch ein ganz schöner weiter Fußmarsch. Aber okay. So. Da ist mir das zum zweiten Mal passiert. Mit der Kamera. Naja gut. Was will man machen? Man muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine vernünftige Lösung finde oder so. Und dann schauen wir mal. Ja, ich weiß, der Vulkanausbruch steht bevor. Aber ich hoffe, dass wir
Ja, das dürfen wir aber schaffen, oder? Ich hoffe. Dann fahren wir unter Tage und reparieren unser Schiffchen. Lauf zu einem Drillschiff, zieh den Notfallhebel am Kern. Okay. Das machen wir doch. Den Notfallhebel. Das ist der Notfallhebel. Weg hier. Jo. So. Ich sortiere mal ein bisschen. Wir haben so viel Kupfererz. Achso, erstmal anmachen, ne? Was brauchen wir nochmal für Kupfererz? Station an, Frachtraum. Null verfügbar Kupfererz, aber ich hab doch... Aber ich habe doch Kupfererz mit. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber ich habe doch Kupfererz. Hä? Versorg Kraftwerke und Türme mit Kohle und Munition. Okay, verstehe. Oder müssen wir es hier reinpacken, dass der quasi... Ah, okay, jetzt geht's. Okay. Ich verstehe. Huch, das ging aber schnell. Frachtraum voll? Was? Oh nein. Wie können wir unseren Frachtraum denn erweitern? Oh Gott. Wir brauchen mal unbedingt... neue Lagerräume. Warte mal. Nein, keine Landkarte. Das ist vollkommener Blödsinn. Warte mal, wie? Ich repariere erstmal, wenn wir schon dabei sind. Irgendwas reparieren noch? Ah, okay. So. Mal eben schnell gucken. Wegen... Hier, wie war das mal? Kupferplatten und Kupferschrauben. Das haben wir, glaube ich, oder? Haben wir das? Kupferplatten, Kupferschrauben? Ja, dann würde ich Schränke bauen. Vielleicht 2 Stück, oder? Kriegen wir das hin? Vielleicht nochmal 2 Schränke, weil wir müssen unbedingt Lager haben. Das wird sonst irgendwie nicht schön an die Oberfläche fahren. Ja, das machen wir gleich. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das, den ganzen Gedöns in so einem Extra... Weil das stopft mir, glaube ich, sonst hier alles voll. Weil wir brauchen, glaube ich, nur das, was hier wirklich reingehört. Weil das muss ja hier drin sein. Ich packe noch mal ein bisschen Kohle hier rein. So. Und dann würde ich sagen, haben wir denn... Hat er gebaut jetzt schon einen? Nein, ne? Okay, jetzt haben wir einen Schrank. Dann würde ich sagen... So, machen wir hier noch mal einen hin. Nein, ach, was machst du denn da? Okay, so. Gut, dann haben wir das auch. Wieso fängt er wieder von vorne an? Hat er nicht gerade schon... hat er nicht gerade schon angefangen gehabt? Naja, gut, okay. Gucken wir mal. Gut, so. Fertiggestellt. Dann würde ich sagen, mit der 1 machen wir noch ein Schränkchen. Storage-Menü. Ist das... Storage? Können wir... Ach, Frachtmodulstufe. Warte mal. Moment. Ach so, da können wir auch hier Storage machen. Ja, aber gut, das brauche ich ja jetzt nicht nochmal, ne, erstmal. Ich hätte gerne eine Lagerkiste. Wie kann ich die denn drehen? Ah, hier, warte mal, Gegenstand platzieren, entfernen, halten. Drehen mit Q. Nein. Mit Q dreh, steht hier. Hä?
Wie drehe ich das denn? Da steht doch Q drehen. Oder muss ich es platzieren und dann drehen? Hä? Das ist aber merkwürdig. Okay, jetzt steht der Schrank schon mal richtig. Stell ich mal dahin. Gut, so, so, dann packen wir jetzt erstmal hier dieses Gedöns da alles rein, was wir gerade erstmal nicht brauchen. Karte, ja, ganz toll. Kohle kommt nochmal in den Frachtraum, weil da brauchen wir am meisten die Kohle. Dann stapeln wir das mal. Hier ist nochmal A. Guck mal, wir haben noch ein Reparaturkit gefunden. Das ist ja nice. Ich habe die Taschenlampe übrigens angemacht. So, das muss auch unten rein. Wir hätten vielleicht die Lager oben hinpacken sollen, oder? Wie ist denn das, wenn wir das abbauen? Okay, ist egal. So, das kommt hier rein alles. Die Kupferbarren kommen auch da rein. Hier habe ich nochmal Kohle. Wir brauchen ja Energie. So, Schwefelpulver kommt hier mit rein. Dann haben wir das auch soweit. Gut, Schrotflintenmunition packe ich wieder nach oben. Denn wir müssen ja ein gutes Lager hier sortieren. So, wir haben dreimal Reparaturkit, das ist ganz nice. Das heißt, wir können auf jeden Fall jede Menge reparieren. Frachtmodul, das brauche ich jetzt aktuell noch nicht. Das packe ich auch mal erstmal hier rein. Dann haben wir das erstmal hier aus dem Frachtraum alles raus, Gott sei Dank. Das, puh, alter Schwede. So, wir müssen hier, okay, neue Ressourcen erfordern eine bessere Einschmelzvorrichtung. Eine Raffinerie auf Modulbasis ist vielseitiger und schneller als Werkbänke. Du kannst die Raffineriewerkbank immer noch bei Energieengpässen oder unter Tage verwenden. Da machen wir das mal, aber wir müssen erstmal an die Oberfläche. Ich würde mal die Lampe ausmachen. Mit der 1. Und dann düsen wir mal nach oben. So. Auftauchen, das machen wir. Gut, da sind wir auch schon wieder. Also wir haben noch einiges zu tun hier. Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Wir haben definitiv noch einiges zu tun. Na? Der Roboter greift uns doch an, oder? Ich weiß doch genau. Oder wir greifen an. Gut, so, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Genau, wir brauchen den Baumeisterkopf, müssen wir suchen. Und Raffineriestufe 1 wird benötigt. Das heißt also, wir müssen den blauen Kopf suchen. Immer noch. Das können wir mal machen. Was hat der alles bei sich? Ja, komm, wir haben so viel Kupfererz. Wo finden wir den blauen Kopf? Ich hoffe, wir finden den. Wir haben jetzt fast 20 Minuten Zeit, den zu suchen. Den blauen Roboter. Das heißt, wir würden uns jetzt mal so ein bisschen auf Erkundung nochmal begeben. Jetzt haben wir ja jede Menge Zeit. Das ist natürlich auch interessant, vielleicht mal den Vulkan zu besuchen, oder? So. Schauen wir mal. Hier weiß ich, waren auch sonst immer irgendwie Roboter unterwegs. Ob man, wie gesagt, Holz auch mal irgendwann braucht? So Bäume fällen? Ascheregen. Ist bestimmt sehr gesund, auch hier lang zu laufen jetzt. So. Okay, da hinten laufen Roboter. Das sind aber, glaube ich, keine blauen. Ich frage mich, ob es im Landesinnere schwieriger wird. Die scheinen. Okay, ich höre jemanden. Das ist kein blauer. Kann ich mich eigentlich ducken? Ja. Das ist ein Drillship, aber das sind keine blauen. Das sind rote. Kämpfen die auch gegeneinander? Wäre mal interessant zu wissen. Wo kriegen wir den Baumeisterkopf denn her? Verdammt. Was ist das hier? Ist das Salz? Okay, das kann man abbauen anscheinend. Oder auch nicht, weiß es nicht. Vielleicht bekommt man ja später auch, wie gesagt, so Landfahrzeuge, wo man vielleicht auch vielleicht größere Sachen abbauen kann. Gut, so. Das sind auf jeden Fall keine blauen Roboter. Haben die uns gesehen?
Bin mir nicht sicher. Oh nein. Ja, hier möchte ich jetzt vielleicht nicht lang. Okay. Kann man denn unser Drillship nach hier rufen? Da, wo wir sind? Ich habe so viele Fragen. So viele Fragen, die unbeantwortet sind. Ich hoffe, die werden alle noch beantwortet. So. Im Multiplayer wird das bestimmt auch lustig. Oh, wir können nicht schwimmen, ne? Wie kommen wir denn da rüber? Oder warte mal, wir reisen einfach mit unserem Drillship woanders hin. Das können wir ja mal machen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Huch, ich komme ja gar nicht hoch. Das haben wir noch gar nicht so groß gemacht, ne? Bis auf einmal im Tutorial, glaube ich. Dass wir vielleicht mit unserem Drillship einfach mal reisen. Huch, der Baum hat gar keine Äste. Okay. Die wachsen nach, da hat man sieht's. So, hier ist nochmal eine Mine. Das müsste eine ist das eine Kupfererzmine? Ich bin mir nicht sicher. Was war das nochmal, was war nochmal das blaue? Kupfererz. Ja, kommen wir mal mit eben, wenn wir schon einmal hier sind. Ich freue mich schon, wenn wir diese Minen zum Laufen kriegen. Vielleicht müssen wir da auch einfach nur Kohle reinschmeißen, damit das läuft. Wer weiß das schon. Nee, aber das Reisen mit dem Schiff, das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen, wie groß das auch alles ist. Und ob das nur auf diese Insel begrenzt ist. So, schauen wir mal. So, hier liegt ein roter Roboter, hat unser Schiff grandios abgewehrt. Na, nehmen wir mal mit. Was war, haben wir? Komm. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. So, pass auf. Dann würde ich sagen, das packen wir da rein und wir düsen los. Und zwar, wo ist die Karte? Oben. So, kann ich? Achso, wir müssen erstmal unter Tage, ne? Wir müssen erstmal runter. Damit wir, wenn wir unten sind, Viertelstunde haben wir, irgendwo anders auftauchen können. Wie gesagt, die Frage ist halt, ist das nur die Insel? Kann man unterirdisch unter dem Wasser? Ist ja auch Erde, ne? So, dass man da vielleicht irgendwie gucken kann. Da ist auf jeden Fall das U-Boot. Das sieht aus wie eine Schmiede. So, wo kann ich damit hin? Oberfläche. Okay. Kann ich einfach fahren damit? Wie fahre ich denn damit? Wie ging denn das nochmal? Wie konnte ich denn damit nochmal fahren? Karte der Insel. Oder musste ich hier drauf? Ah, hier. Ich musste hier steuern. Genau, hier ist das. So, ich fahre jetzt einfach mal damit. Irgendwo hin. Wir gucken mal. Kohle, da ist auf jeden Fall... Uff. Hier ist auf jeden Fall der Berg. Was ist das hier? Schluchtlandeplatz. Warte mal. Kann ich hier mit dem Periscope gucken? Ah, okay, alles klar. Sind das blaue? Nein. Das sind, glaube ich, die wir gesehen hatten. Okay. Oh, hier ist sogar Hitze. Wir müssen aufpassen. Ich sehe das gerade. Zerstörtes Produktionsmodul. Ebene 1 und 2. Oh, jetzt sind wir noch tiefer. Holy shit. Aber will ich denn so tief? Möchte ich so tief? Eisenerz? Kleinere Höhle? Was? Wo sind wir denn jetzt? Wo? Kommen wir jetzt irgendwo raus? Ach du Heiliger, okay. Heißt also, ich kann jetzt raus? Wo zur Hölle sind wir? Wo zur Hölle sind wir? Hallo? Ist hier jemand? Ich hör's hier nur blubbern.
Hallo? Ganz schön heiß hier und es flimmert und was ist das denn? Hallo? Ist das Kohle? Ich weiß es nicht. Ja, okay, hier ist auf jeden Fall sehr heiß. Was ist das hier? Puh. Kohle, ne, oder? Das ist Kohle, ganz normal. Aber ich frage mich, was sollen wir denn hier unten? Was? Wir müssen ja Roboter finden und so. Was ist das hier? Oh, aua, ist heiß. Eisenerz. Würde ich mal mitnehmen, wenn wir dabei sind. Auch wenn wir gerade Schaden nehmen. Das sieht auch aus wie Eisenerz. Das haben wir noch gar nicht, die Ressource. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal mitnehmen hier. Man kann also unterirdisch auch abgrasen. Das ist ja nice. Okay, hier ist alles heiß. Okay, wir sollten vielleicht nochmal zum Schiff zurück. Vielleicht nochmal ein bisschen anders reisen, weil hier kriegen wir ja keinen Baumeisterkopf her. Je heißer es wird, desto mehr tut's weh. So. Gut. Interessant. Auch mal schön gesehen zu haben, dass es hier halt unterirdisch noch weitergeht. Gut, dass die Spitzhacken und so... Ist das, kann ich hier rein? Ja. Gut, dass die Spitzhacken und so nicht kaputt gehen. Das wäre ja auch noch... Uff. Und dass man nicht essen und trinken muss. Gott sei Dank. So, unser Schiff wartet auf uns. Hier werden wir anscheinend auch nicht angegriffen, habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, nur um Ressourcen zu farmen. So, pass auf. Dann würde ich sagen, geh unter Tage. Ich überspringe das mal eben. Es gibt also noch weitere Höhlen und Tunnel. Aber ich würde gern wieder nach oben. Ist das Schiff Haltbarkeit? Könnte sein, weil ich das hier unten gar nicht sehe, weil es außerhalb des Bildschirms ist. Hm. Oh, hier ist heiß. Hier will ich... Oh, das Schiff hat Schaden genommen. Ja, ich weiß. Komme ich denn irgendwo wieder nach oben? Ebene 1 und 2, ja. Okay, 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 okay. Ich steuere das übrigens mit der Maus. Ich ziehe einfach die Maus hier so lang. Zwischen Ebene 1 und 2, was heißt das? Bin ich jetzt... Achso, ich bin jetzt Tunnel 2. Wo komme ich hier hin? Okay. Ich will also wieder an die Oberfläche. Hier kann ich anscheinend nicht an die Oberfläche, ne, oder? Was ist das hier oben? Felsküste? Oh nein. Ist vom anderen Drillship besetzt. Okay, alles klar. Kann ich unten irgendwie, irgendwo, irgendwann? Okay, da geht's nirgendwo hin. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Schaden genommen in so einem Drillship, weil wir... Okay. Was ist, kann ich das einfach mitnehmen? Ach, das kann ich einfach mitnehmen. Ach so, lol. Das ist ja witzig. So, meine Frage jetzt. Der Hafen. Da waren wir schon, ne? Nein, ich will... Okay. Okay, wir tauchen auf. Ich glaube, wir sind quasi jetzt immer noch da, wo wir beim letzten Mal auch waren. Kann das sein? Ich glaube, wir sind jetzt nicht weiter gereist oder so. Das ist natürlich nicht so schön. Ich dachte, wir können jetzt noch ein bisschen... Ah gut, wir haben jetzt natürlich unterirdisch gesehen, was da so Phase ist. Aber ich glaube, wir sind... Ach, wir sind am Hafen. Wir sind bei unserem Captain quasi. So, was ist denn hier alles kaputt? Da ist irgendwie heiß. Okay, das wurde beschädigt. Ah, ich brauche mein Reparaturkit. Warte mal. Das haben wir da. Alles reparieren, was geht. Hui.
Das hat ganz schön gelitten, das Schiff. Durch die Hitze. Okay, dann runter. Auch reparieren. Sonst noch irgendwas zum Reparieren? Das war's das? Ich glaube, das war's, ne? Okay, gut. Ja, da haben wir ja echt eine weite Reise hinter uns gelegt. Das ist ja unfassbar. Ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen die Insel erkunden können oder so und was wir noch finden. Und wir haben ja noch, wie gesagt, den Baumeisterkopf, den wir suchen müssen, und das Raffineriemodul müssen wir ja auch noch benötigen wir noch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet bei Vulcanoids. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss.